Die Welt im Hamsterrad, in der üblichen Form des Hier und Jetztes, dass das etwas ist, was so seine Probleme mit sich bringt, das weiß inzwischen fast jeder. Während auf der anderen Seite die spirituelle Seite, die spirituelle Welt natürlich eine heile Welt ist, in der alles bestens ist. Ist das in der Tat so oder haben wir auch dort das eine oder andere, was alles andere als rund läuft, um es mal höflich zu formulieren? Darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Christina, du schreibst in einer, ich will es nicht sagen Wutrede, aber in einem Artikel, der deine Erschütterung und auch deine Wut sehr deutlich und sehr schön, wie ich finde, zum Ausdruck bringt, dass du zunehmend Erfahrung machst, dass Menschen auf dich, auf euch zukommen, die an sich ja Hilfe und Heilung und Rettung und spirituelle Erweckung und alles Mögliche gesucht haben, aber mit ganz anderen Resultaten nach Hause gekommen sind. Was passiert da? Was läuft da schief? Also was da schief läuft in dieser heilen Welt, das kann ich da so nicht wirklich beantworten. Ich habe zwar so meine Thesen dazu, die sage ich da dann auch gerne. Aber für mich ist es einfach nur, und da habe ich Wut. Und da finde ich, darf die Wut auch mal zum Ausdruck kommen. Ja? Wenn ich sehe und höre und das vermehrt in den letzten Jahren und seit einem Jahr massiv, was auf uns Menschen zu kommen, die wirklich so bei namentlichen spirituellen Lehrer eine Ausbildung, ein Ding nach dem anderen gemacht haben und sie dann bei mir melden und sagen, hey, mir geht's total scheiße, ich habe keine Energie mehr, ich höre Stimmen, ich bin völlig am Ende, der Körper verschiebt sie, ich habe dieses, jenes gesundheitliche Problem, ich habe keine Kraft mehr. Und bei meinem Lehrer, wenn ich mich melde, die wollen mich nicht mehr haben, die schicken mich woanders hin, die sagen, das gibt's nicht, ich bin nicht mehr normal, Christina, bitte hilf mir. Weil sie halt so ein bisschen über Facebook oder so lesen, dass ich in der Ecke auch offen bin, ja, oder da immer wieder auch offen kommuniziere. Und Michael, echt so in den ersten Kontakten und so habe ich mir auch gedacht, ey, vielleicht sind die wirklich nicht ganz, haben die echt das Schäferle da oben, ja. Aber wie ich dann so die Menschen getroffen habe, sie angehört habe, mich auch hingesetzt habe zu denen, zu einer bin ich jetzt erst in die Schweiz gefahren, ja, weil es aus meiner Führung geheißen hat, fahr dahin, ja, du musst dorthin fahren. Ganz eine normale, wunderbare, leuchtende Frau, die am Ende ist, ja, und die keine Hilfe bekommt aus den Kanälen, wo sie war. Und, keine Hilfe? Oder ist es sogar... Na, die ist ausgeladen worden vom Seminar, dass sie nicht mehr zu kommen braucht, ja, dass sie mit ihr abgeschlossen haben. Ist das etwas, was sich in dem Fall oder vielleicht auch in anderen Fällen einfach nur als Unfähigkeit herausgestellt hat? Oder ist es gar so, dass die Dinge sich verschlimmern durch bestimmte Kontakte? Also hast du den Eindruck, dass nicht nur nicht geholfen wurde, sondern die Probleme überhaupt erst dann die richtig losgingen? Die war vorher eine ganz normale Bürokauffrau, ja? Ja, ist auf ein Seminar gegangen, war begeistert, hat aber schon gemerkt nach dem Seminar, da stimmt irgendwas nicht mit ihr. Natürlich, man darf nicht alles in Übergriffigkeit schieben. Ja, weil die eigenen inneren Resonanzen, wenn die Schatten kommen, wenn der Kontakt mit machtvollen Persönlichkeiten, was ja viele spirituelle Lehrer einfach sind, Punkt, ja, die haben das in sich integriert, diese helle und dunkle Macht auch. Wobei das Thema ist, dass sie dieses Dunkle, dieses wirklich Machtvolle absolut verneinen. Ja, es ist alles ist Liebe, alles ist Licht und ich bin nur für die Erhöhung und Erhebung da, ja. Und das ist das Problem an der ganzen Sache, ja, dass das wirklich für mich eine glatte Lüge ist.
Ja, weil ohne diese andere Seite geht's einfach nicht. Und wenn die Leute dann so da beschwungen werden und aber mit diesen ganzen anderen Energien der Macht in Kontakt kommen und alles nur lieben und annehmen sollen, die werden, also ich kann das gar nicht anders sagen, als die werden irre. Viele, ja, die eh schon instabil vielleicht sind und anfällig für sowas, die kommen einfach in ihrem Leben immer schlechter klar. Obwohl sie auf den so heilenden Licht, sicherlich nicht alle, ja, aber viele davon, wenn sie nicht, ja, wenn sie einfach diese, weißt du, ich habe dann mit diesen, wenn ich mit diesen Menschen auch spreche und ich habe auch solche, die ihr Haus überschrieben haben an einen Guru und so, das haben wir alles irgendwo hingekriegt dann, ja, dass die ihre Häuser wieder zurückgekriegt haben oder auch die körperlichen Schädigungen und so, dass wir die wieder aufgestellt haben, aber nur mit der Wahrheit. Dass ich denen wirklich mit brachialen Dingen von meinem Wissen, von schwarzmagischen Dingen, von was es mit Macht und Integration auf sich hat. Und da haben die keinen blassen Schimmer davon. Sag ich, was habt ihr gelernt all die 3, 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre? Und was habt ihr seitdem ausgegeben? Ich meine, gut, wir sind auch sehr hochpreisig. Ja, das habe ich mir einfach, da gehe ganz einen anderen Weg, wie das so normal in der spirituellen Szene üblich ist. Ja. Und aber das hat wieder was anderes zu tun mit Wertigkeit und so, wo ich einfach meinen Platz auch gefunden habe. Das war auch ein langer Prozess. Aber das, wo ich mir oft sage, mein Gott, das gibt's ja gar nicht. Ja? Danach, und wirklich bei namentlichen Lehrern, wo ich sage, hey, die müssen das doch selber wissen. Wieso geben die das nicht weiter? Robert, wie würdest du das bewerten in dem Aspekt? Also Christina spricht von namhaften, bekannten Leuten. Ist das da einfach nur Business oder ist das Unfähigkeit? Ist es vielleicht sogar zielgerichtet? Also ich meine, wenn ich von jedem zweiten Seminarteilnehmer mein Haus überschrieben bekomme, ist das natürlich ein schicker Nebenverdienst noch. Ich sage das mal so etwas zynisch, aber wie würdest du das... Also ich liebe den Zynismus und ich mag die Provokation. Wir polarisieren auch sehr in der Branche. Es geht meiner Ansicht nach, also vorneweg einfach 2, 3 Sätze nochmal dazu, schon darum, dass wir genau in der Branche, wo wir sind, ich meine, die Menschen sich, vor allem die lehren, die helfen, zur Seite stehen sollen, sich ganz bewusst zu werden haben, was und wie wir tun. Ich meine, das gibt es in jeder Branche. Es gibt wahrscheinlich Automechaniker, Metzger, Bäcker, keine Ahnung, ja, Handwerker, klar. Wo das einfach, aber ich meine mal in dem Umgang mit Menschen, wo Menschen hilfesuchend sich jemandem zuwenden, da meine ich, ist ein ganz besonders hohes Maß an Achtsamkeit zu liefern, zu geben, zu leben, zu lehren. Und das ist das, was wir, wo die Christina jetzt sagt, ja auch wirklich wütend wird, ja, dieses Glattbügeln mit alles ist Liebe, alles ist Licht, es gibt Non-Dualität. Ja, ganz klar, die Erde ist mehrere Milliarden Jahre alt und lebt in Dualität, in Polarität. Und jetzt kommt der Mensch die letzten 3 Sekunden und erhebt alles in Non-Dualität. Das sind so Dinge, wo ich meine, dass wenn alte Dogmen mit neuen Dogmen ersetzt werden. Und jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Ich glaube, es gibt beides. Es gibt manche, die ihr Wissen und ihre Möglichkeiten bewusst einsetzen, weil es natürlich auch bei uns in der Branche Leute gibt, die es wirtschaftlich sehen, wirtschaftlich betrachten und es für Geld tun. Ja? Ich meine, die Branche wächst, es wird immer trendiger, Bewusstseinsentwicklung, so wie es eine Zeit lang einfach Trend war, die Erfolgsgeheimnisse von namhaften Schriftstellern zu lesen. Ja, da sind ja Millionen zig Bestseller geschrieben worden, um erfolgreich zu werden, Millionär zu werden. Und ähnlich sehe ich jetzt einen Trend und da stürzen sich viele drauf. Und ich bin schon der Meinung, manche tun es, eher aus der unbewussten Ebene, da kann sicher die Christina nochmal sagen, wie sie diese spirituelle Übergriffigkeit auch meint. Und die anderen, die machen es auch bewusst, also die gehen damit um. Und das ist ja das, wo wir anprangern, ein Stück weit zu sagen, es kann doch nicht alles Liebe sein, wenn ich sehe, es gibt eine Dualität und es ist ein Naturgesetz. Jetzt kann ich kann doch ein Naturgesetz irgendwo nicht verleugnen. Und das ist, wo wir eben sagen, Mensch, das ist
das Problem der Branche, wo wir doch nicht ernst genommen werden am Ende, wenn ich eigentlich so einen Quatsch erzähle. Alles ist Liebe, alles ist Licht, alles muss loslassen. Das bringt manche Menschen in solche, ich sag mal, Zwickmühlen, weil wenn ich jemanden nicht mag, da haben Menschen Probleme zu sagen, irgendwie ich, alles müsste Liebe sein. Also dieses Dogmatische, das ist das, was die echt in Schwierigkeiten bringt auch. Wenn du, lass uns ganz kurz bei diesem Dogma bleiben, jetzt unabhängig mal von der spirituellen Übergriffigkeit oder der Übergriffigkeit im spirituellen Bereich, schieben wir mal ganz kurz zur Seite, dieses gelehrte Dogma, was man immer wieder hört, dass ich mit allen Problemen umgehen kann, das haben wir also auch wirklich in den zum Teil politischen Diskussionen habe ich das auf meiner Seite auch gehabt. Und man gesagt, naja, man muss dann eben, einer Merkel oder einem Obama, der gerade wieder irgendwelche Drohnenmorde veranlasst hat, dem muss man nur irgendwie Liebe schicken. Und dann wird das schon alles gut. Also da stellen sich dir auch die Nackenhaare auf, wenn du sowas, jetzt mal ganz unabhängig von dem konkreten, unserem Ausgangsthema, vom Spirituellen, damit komme ich dann irgendwie auch nicht weiter, oder? Damit komme ich auch nicht klar, ja, das ist richtig. Jetzt könnte man wiederum sagen, ist es vielleicht deswegen dogmatisch installiert, weil die westliche Welt vor allem sehr bewusst wird und man somit wieder die breite Masse somit wieder irgendwo in eine gewisse Richtung lenkt. Nicht aufzustehen, nicht sich aufzustellen, nicht es vielleicht, kritisch zu betrachten. Und das ist schon, wenn man da ja auch weitergeht, gibt es zum Beispiel, ja, Ego ist nicht in Ordnung, du musst dein Ego, keine Ahnung, loslassen, transformieren. Warum? Warum ist ein gesundes Bewertungssystem nicht erlaubt? Warum soll das aus der Göttlichkeit, aus der Spiritualität, aus der Bewusstheit einem nicht gegeben werden? Ich bin der Meinung, es ist so wichtig, ein gesundes Bewertungssystem verknüpft mit einem gesunden Ego zu haben, um zu wissen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Dass ich auch ganz deutlich sagen kann, nein, das will ich nicht. Und nicht mir irgendwelche Ängste geben, schüren lasse. Man könnte da, wie du sagst, in ganz andere Themen gehen. Kann ich bewusst sagen, nein, ich will nicht impfen oder habe ich Angst, nicht zu impfen? Jetzt, wenn ich kein Ego habe, kein Bewertungssystem, gehe ich vielleicht mit der Breite mit. Und das ist politisch, das ist medizinisch, das könnten wir in jede Branche, in jedem Bereich übertragen. Also Spiritualität aus eurer Sicht und du hast das sehr schön formuliert, Bewertungssystem, zu gewissen Dingen Nein zu sagen, gewisse Dinge zu kritisieren im politischen System, im Gesundheitswesen. Also das, was einem, wenn man sich da intensiver mit befasst, fällt dir ja kein Bereich des gesellschaftlichen Lebens ein, bei dem du nicht irgendwelche kritische Anmerkungen machen müsstest oder machen musst. Das sind Dinge, die durchaus zusammenpassen, dieses Bewertungssystem, und ich kann trotzdem spirituell sein. Du wirst ja so in die Schublade, dann gibst du dem Negativen auch, wenn ich also Obama kritisiere, gebe ich dem Negativen auch noch Kraft. Wenn ich sage, die Politik von der Merkel führt in die Zerstörung, dann gebe ich der Merkel auch noch Kraft. Oder ist das Gegenteil sogar richtig? Also es ist ja spannend. Das, was du ansprichst, ist ja eine sehr gängige Verhaltensweise von Menschen, die meinen, wenn sie etwas nicht tun, dann haben sie nichts ausgelöst. Wenn ich nicht links abbiege, dann fahre ich geradeaus oder biege rechts ab. Ja. Ich habe etwas nicht getan, aber es löst genauso was aus. Also ist die Frage, ist es besser, etwas nicht anzusprechen oder es so anzusprechen, wie ich es für richtig oder falsch empfinde oder welchen Standpunkt ich dazu habe. Natürlich möchte ich schon sagen, und das ist wiederum, was ja in der Spiritualität, in der Bewusstheit hochgehalten wird, dass man gewisse Grundwerte hat zu sagen, ich bin auch in der Achtsamkeit, in der Umsichtigkeit, in der Wertschätzung. Dann gibt es ein Kritisieren, aber kein Kämpfen. Ja.
Also das ist dann schon, wo ich sage, da sehe ich dann wieder das Zusammenfügen. Aber ich bin der Meinung, es ist wichtig zu sagen, das sehe ich so, oder wenn ich es für mich betrachte, würde es in eine Richtung gehen, die uns allen immer gut tut. Ja. Also ich meine, ja, es ja. ist wichtig. Und es nicht zu tun, hat für mich eher damit zu tun, dass wir Angst haben, wieder klein gehalten werden oder durch Systematiken, ich sag mal wieder, im Fahrwasser gehalten. Ja, in der Konformität. Genau. Das ist ja das, in dem Moment, wo ich die Bewertung verboten bekomme, bin ich ein Getriebener. Dann bin ich nicht mehr ein selbstbewusstes Individuum, sondern dann bin ich letztendlich ein Getriebener. Genau. Darf ich was zu diesem Negativen noch kurz sagen? Klar. Also für mich ist das ist auch wieder so ein scheiß Dogma, ja? Gib dem Negativen keine Kraft. Ich, wenn solche Dinge in Facebook schreibe, dann werde ich immer gleich verrissen. Ja? Und meine Führung sagt mir, hey, du musst, du darfst, du sollst hinschauen, was da schief läuft, was wirklich eine negative Energie ist, was schlecht ist, was nicht gut ist, ja, und das auch öffentlich mal besprechen oder die Energie einfach öffentlich machen. Und ich mache das schon immer so, ja, weil mir das wurscht ist. Und aber genau durch diese Energie kann dieses Negative einfach auch in die Auflösung gehen oder einfach mehr so dieses Dunkle ans Licht kommen. Ja? Und dass man sich auch ganz bewusst im Alltag, im irdischen Leben mit solchen Dingen beschäftigt und das nicht ausschließt. Ja? Also ich kann mit dem überhaupt gar nichts anfangen, mit dem gibt dem Negativen keine Kraft. Ja. Das gibt es für mich nicht. Im Gegenteil, ich gehe drauf, ich will es mir anschauen. Und um dann aber zu gucken, was löst es in mir aus, was kann ich tun und wie kann ich, das ist ja immer so, fang bei dir selbst an. Ja, das ist ja ganz wichtig. Und wie kriege ich dann die Dinge in mir in Frieden? Ja, und das wird aber ganz, ganz viel einfach nicht gemacht oder es geht so in eine andere Richtung in der großen spirituellen Fluss. Du kriegst regelrechte Denkverbote. Du darfst... Das ist eine Katastrophe. Also, das geht man, nicht. Also ich sag mal, in dem Moment, wo ich eben, Robert hat das Thema Impfen angesprochen, Thema Krieg, Thema Waffenverkäufe und so weiter und so weiter, wo ich dazu nichts mehr sagen darf, weil das genau den Kräften Kraft gibt und weil sowieso alles Liebe ist und ich eben auch einem Ramsfeld und einem Busch dann nur noch Liebe schicken muss oder sonst irgendwie, dann bekomme ich auch so, ich zumindest sehe das so eine völlig eigenartige Weltsicht, weil die Dinge dann, ob ich jetzt mich für Frieden einsetze, ob ich mich für Krieg einsetze, fast gleichgültig werden. Und das kann es ja nun auch nicht sein. Hm. Nee, also das ist... gesagt, ihr habt das von Anfang an mit der Alles ist Liebe-Lüge, die ich da ja dann auch geschrieben habe und so, vollkommen anders bekommen aus meiner geistigen Führung und aber auch in meinem Gefühl, ja, dass natürlich bin ich immer wieder angeeckt, ja, und mit du bewertest und dieses und jenes und denke ich mir, ja, ich bewerte, gut, ich habe auch wachsen dürfen und mich entwickeln und all diese Dinge in mir anschauen. Aber es war so wichtig zu lernen, dass ich bewährt und dass ich sage, das will ich und das will ich nicht. Sonst wäre ich auch irgendwo reingeschlittert, ja? Wo ich, wo gelandet wäre. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Szene. Und viele beschäftigen sich mit diesem Bewertungssystem. Also das, wenn man so in die Breite schaut, man darf nicht bewerten, weil das ist schlecht. Ja? Und dann lernen sie, 5 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre versuchen sie nicht zu bewerten und alles in Liebe zu sehen. Und irgendwann sind sie dann so gefrustet, weil sie merken, ey, ich mag meinen Nachbarn immer noch nicht. Ja? Ja, und das ist aber, das löst dann so einen innerlichen Frust aus. Und der Frust, also das kann wirklich, bei vielen geht es dann irgendwann so in die Negativschiene, in Depression, in Frust, in Wut, in, ach, ich schaff's nicht, ich bin nicht gut genug und ihr reicht es nie, diese alles ist Liebe, Energie und ich bin so schlecht. Echt, das ganz, ja, ganz irdisch, ja, kommt es bei den Menschen. Und das ist Depression, Burnout, also spirituelles Burnout, das ist alles. Ich kann das gar nicht verstehen. Es geht ja, wenn du hinschaust, geht es ja in der Schule los. Ja, klar. Dass du in der Schule einerseits zu dieser
alles ist Liebe, politische Korrektheit. Da hast du es ja genauso mit einem Dogma, dass bestimmte Dinge eben sein dürfen, andere Dinge nicht sein dürfen. Das ist das, in welche Richtung die Schüler indoktriniert werden. Gleichzeitig werden sie aber von denjenigen, die ihnen das erklärt haben, gnadenlos notenmäßig bewertet, rauf und runter aussortiert in Vierer, Fünfer, Dreier, Zweier, Sechser, Einser Schüler, was auch immer, wie es halt gerade passt. Also sie bekommen diese komplette Schizophrenie seit dem ersten Schuljahr. Also gut, die Noten fangen ein bisschen später an, spätestens seit dem fünften Schuljahr bekommen sie das mit. Sie sollen nicht werten, sie sollen Toleranz über Toleranz über Toleranz, politisch korrekt sein, gleichzeitig aber schubladisiert in Leistungsklassen. Spannend, der Gegensatz, der könnten wir in der spirituellen Szene alleine in zwei Worten könnte man jetzt halt schon herleiten. Denn in der Thematik Wertschätzung soll man ja viel machen. Aber was ist denn eine Wertschätzung? Was steckt in den ersten vier Buchstaben drin, der Wert? Der Wert. Also somit auch ein Bewerten. Ja. Von daher spannend. Ich darf nicht bewerten, aber ich soll viel Wertschätzung entgegenbringen. Für mich schon in sich ein Widerspruch. Nehmen wir mal am kleinen Kind die Bewertung. Und das ist ja der Urinstinkt, ja, dieses Schutzsystem auch. Ja, dass ein kleines Kind von irgendwo einfach lernt, hey, da ist eine befahrene Straße. Das ist scheiße, wenn ich da jetzt drauflaufe. Das ist schlecht für mich. Ja? Und das ist ja auch dieses. Aber das ist dann so, dass solche Dinge werden dann alle nicht mehr gesehen. Ja? Das wird dann so in eine Schublade gesteckt. Ja? Ich darf nicht bewerten. Auch die Bewertung, welche, gerade als Kind zu wissen, welche Menschen tun einem gut. Wo muss ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein? Wo könnte ich Signale empfangen, dass jemand mit mir nichts Gutes im Schilde führt? Also diese Dinge an sich zu schulen, wäre eine großartige Aufgabe. Ja. Eines Schulsystems, komplettes Versagen auf ganzer Linie, was das betrifft. Du hast ganz am Anfang erstaunlicherweise oder vielleicht auch gar nicht erstaunlicherweise von Menschen gesprochen, die auf dich zukommen, die aufgrund ihrer Erfahrungen sagen, jetzt habe ich so und so und so lange doch was gemacht. Und bin reingefallen, zum Schluss aussortiert und eigentlich viel schlechter dran als zu dem Zeitpunkt, als ich mit dieser spirituellen Arbeit angefangen habe. Und ohne dass das jetzt von dir herausgestellt wurde, waren die Opfer Frauen und die Täter Männer. Du hast von spirituellen Lehrern gesprochen und hast dann aber gesagt, und dann habe ich die Frau, und das war vorher eine gestandene, zu der ich in der Schweiz gefahren. Also ist das jetzt ein Zufall oder ist das, was hier abgeht, auch eine Folge eines unterdrückten Frauseins über zwei Jahrtausende? Das war ein Zufall. Es sind sogar meines Wissens, zumindest das, was ich so bei mir auf dem Radar und auf dem Schirm habe, mehr Frauen, die wirklich so in dieser Position stehen. Und da kommt aber das Thema Konkurrenz. Ja, so hier, Schülerin kommt auf Augenhöhe, Schülerin zieht nach, ich sehe in dieser, oder diese machtvollen Frauen, die sehen sehr schnell, was für Potenzial in ihren Schäfchen ist. Oh, jetzt werde ich schon ganz schön bewertend, gell? Aber so ist es halt einfach mal. Und ich glaube, viele machen das gar nicht bewusst, aber da kommt dann so eine Energie. Ja? Ich kenne das, weil ich habe das auch alles in mir geheilt und gefühlt und da gehabt. Ja? Da kommt einfach eine Energie, die sagt, hey, na, du nicht. Ja, in Mann wie in Frau. Also es ist auf beiden Seiten da. Okay, und da passieren Dinge, Michael, es ist ganz, ganz grausam, ja, wenn ich das... aber ich weiß nicht, ob du meinen Artikel gelesen hast, eine Führung von mir hat ja dann gesagt, schau nicht so viel in den Menschen selbst, also in den Lehrern, sondern schau in die Energie, die dahinter steht. Ja, also geh mal raus aus der Ecke, aus der Fokussierung, dass du nur auf die Lehrer ausrichtest, sondern schau, was sie antreibt. Ja, und das sag ist dann dazu was, weil das ja
Ja, das ist das, wo ich vorher überlegt habe, ob ich das jetzt sagen soll. Ja, aber jetzt kommen wir jetzt halt raus damit. Ja, es ist halt einfach meine Wahrnehmung. Am Samstag in der Nacht bin ich auch so mit der Frage auf der Couch eingeschlafen, soll ich denn das jetzt hier so sagen oder nicht? Ja, was mache ich denn? Und dann kam ich in der Nacht mit der Anastasia in Kontakt. Erst war das so für meinen Namen, weil du weißt ja, ich lese nichts und bin da nicht so bewandert in diesen spirituellen Sachen. Und dann kam sie in der Nacht mit den Worten, Schwester im Geiste, du bist an der Front, sprich die Wahrheit. Denke ich mir so, sprich die Wahrheit, ja, Wahrheit, meine Wahrheit halt, ja, es muss nicht die Wahrheit der ganzen Menschheit sein. Und dann hat sie mir aufgezeigt, was ich aber auch schon seit Jahren wahrnehme, dass wie so ein Nebel wiederum, und das hat jetzt nichts mit der Kirche zu tun, wie so ein Nebel um die ganze Erde geht und das mit Dynastien, die vor Tausenden von Jahren irgendwo schon begonnen haben, sich fortzusetzen in Magier, in Hexer, in Schwarzmagier, in wirklich vielen solchen Kräften und Mächten, die da sind, die manipulativ arbeiten. Ihr könnt auch manipulativ arbeiten, jeder kann manipulieren. Ja, ich kann dir was rüberschicken und die verhexen und die verwünschen, das ist einfach da. Ja, und wer sagt, das gibt's nicht, das, ich weiß nicht, wo die dann mit ihren spirituellen Dingen sind oder wo die schweben. Klar gibt's das, nur es wirkt nicht überall oder es wirkt halt in den Maßen, wie es dann vielleicht sein darf, aber es kann wirklich töten. Es kann gefährlich gehen, auf den Körper, auf alles. Ja, und dann hat sie mir das halt so gesagt, ja, und dann bin ich da so da gesessen und denkt, okay, gut, dann sage ich das dem Michael so, ja. Und diese Menschen gibt es aber, also ich will jetzt nicht sagen, da hocken irgendwo in ihren Kämmerlein Menschen rum und tun jetzt da diese Energie, dieses Energienetz um die Erde stärken und doch sehe so und fühle so, aber es ist nicht die ganze Wahrheit, mir fehlt nur was. Und diese Dynastien, die gibt es heute noch, die gibt es in Menschen. Und das geht, die haben mir dann erklärt, das geht über Echowellen, das geht über Schallwellen, das geht über Radiowellen, das geht über Störsender, über einfach über einen versauten Zugang zum eigenen Gefühl. Das ist ganz wichtig, weil der Mensch, wenn Natur verbunden ist und wenn so quasi in diesen Schöpferfunken, ja, der ja auch in uns in der fünften Herzkammer, wenn der Mensch da irgendwo sich annähernd befindet, dann ist er relativ immun. Dann wird er nicht erreicht. Mhm. Ja, aber was passiert denn auf unserer Erde? Ja, es ist ja immer mehr, treibt es uns weg vom Gefühl. Ja, und das und so arbeiten die halt. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist Weltherrschaft. Also das hätte ich jetzt nämlich gefragt, was ist der Nutzen, den solche Kreise, solche Kräfte haben, die dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht einmal immer bewusst, sondern zum Teil eben auch unbewusst Menschen instrumentalisieren. Instrumentalisieren. Ja. Und das geschieht in den Katakomben, also das gibt sowas unter der Erde, wo einfach so die Clans geistige Zugänge haben, Illuminaten, Freimaurer, viele andere, Kuckucksclan, ist alles nur da. Und diese Menschen gibt es auch auf der Erde und die sind gar nicht so bekannt dann zum Teil und machen das einfach aus ihren Familiendynastien und Energien und auch viele Politiker, Präsidenten und was weiß ich, sind von diesem ganzen System mitgefangen, würde ich jetzt mal sagen. Bewusst so unbewusst lassen wir einfach mal hier offen. Sinn und Zweck, aber der Kreise dahinter. Macht, Herrschaft. Machtgier. Ja. Machtgier, Machtbesessenheit, Herrschaft und das halt über lange, ja, lange, lange Zeiten. Haben Sie mal auch gesagt, dass zum Beispiel Atlantis deswegen zu Fall gebracht, ja, worden ist und. Also so diese Energien, die sich immer fortführen und das ewige Spiel von Macht und Liebe und. Was mich jetzt nur in dem Moment interessieren würde, hat Anastasia begründet, warum gerade sie sich mit diesem Thema befasst und die jetzt den, also hätte weiß, sein können, ich, deswegen ich frage weiß, ich jetzt. Ich weiß, dass Anastasia ganz eine berühmte Frau ist, ich habe überhaupt gar nichts von ihr bis dato gelesen, ja, wir sind immer wieder von Freunden und spirituellen Menschen die Bücher, ja, von ihr ans Herz, so lies doch mal, sagen, ja, na,
In der Früh war ich dann echt ganz berührt, und aber sie hat mir einfach nur, weil ich so unsicher war, ob ich mit dem ins Außen gehen soll. Und da kam einfach nur diese Kraft, diese weibliche Kraft wieder, wie so eine schützende Hand, und so, geh. Ja, und das war, da rieselt es jetzt bei mir. Und das war so, das, und dann habe ich aber auch nichts mehr gehabt am nächsten Tag, oder keine Verbindung oder so, ja. Nein, es ist sicherlich etwas, ich sag mal, man muss jetzt nicht die, ich glaube, 10 oder wie viele Bücher es gibt über sie. Lebt ihr eigentlich noch? Das vermute ich mal, ja. Okay. Also ich hoffe es vor allen Dingen, dass sie das tut, aber die biografischen Einzelheiten sind so auch aus gutem Grund etwas verschleiert. Okay. Aber die von, also auch ihren Namen tragende Landsitzbewegung, Anastasia-Bewegung, vor allen Dingen eben in Russland, wo sie ja herkommt, aus der sibirischen Taiga, ist etwas, was eine große Bedeutung in dem Land hat, und was immerhin die aktuelle russische Regierung dazu veranlasst hat, in Regionen, in denen einfach Ansiedlung gewünscht ist, also insbesondere in den asiatischen Regionen, nach dem Vorbild Anastasia den Menschen 1 Hektar Land zu schenken. Das hat Putin veranlasst. Und unter der Voraussetzung, dass sie es bewirtschaften, besiedeln und dort leben. 1 Hektar ist für eine 4-köpfige Familie völlig ausreichend, um dort ein Auskommen zu haben. Insbesondere, wenn man sich zusammenschließt in Gemeinschaften und dann verschiedene Aufgaben übernimmt. Es muss nicht jeder Landwirt oder nicht jeder Bauer sein nach diesen Vorstellungen, und dann ist da ein Leben möglich. Also es hat eine Rolle, es hat auch eine Bedeutung, auch eine politische Bedeutung inzwischen. Insofern hat sie oder ihre Ideen was Großes angeschoben, vor allen Dingen dort, aber eben auch andernorts. Mhm. Ja, ich habe dann am nächsten Tag, habe ich mal gesucht, ja, bei Tante Google. Und dann bin ich auf so einen Beitrag gestoßen, wo gerade kurz habe ich so reingeklickt, wo erzählt wird, wo sie anregt, diese Geschichtsbücher selber zu schreiben. Mhm. Ja, und da denke ich mir, hey, das machen wir schon, ja. So das 7. Buch Mose, kriege ich so Sachen runter, und dann einfach immer, ich schreibe seit Jahren, schreibe ich auf, was passiert, was wir wahrnehmen, was in unserer Familie ist, weil unsere Kinder auch so beide so, abgehoben sind und doch ganz normal. Und manchmal sind wir am Überlegen, dass wir es am besten in einem Roman verfassen, weil dann verwischt ist. Aber vielleicht ist es ja nur für die Familie zum Weitergeben, genau. Haben wir auch schon gesagt. Ja. Du meinst jetzt, weil in dem Moment, wo es nicht mehr romanhaft wird, die Sachen auch so deutlich werden, dass es dann vielleicht mal ungemütlich werden könnte. Ja. Und als Roman ist es eben dann... Ein Roman. Ja, aber... Wie Dan Brown, der ja viele Dinge offen ansprechen kann und dem es bis zur Verfilmung geschafft hat. Ne? Mit sehr kritischen Themen auch, mit kritischen Veröffentlichungen auch. Das ist alles richtig, aber er basiert und fußt, wenn du das ansprichst, auf einer wissenschaftlichen Publikation zweier... Ich meine, es sind Engländer, können auch Amerikaner sein, weiß ich es nicht genau, die in den 60er Jahren oder ja, es müssten Ende der 60er Jahre in dem Dreh den Heiligen Gral und seine Erben geschrieben haben, mit absolut Klartext, mit viel mehr Informationen. Ja. Also wer dieses Buch gelesen hat, ist dann zwar über das, was romanhaft bei Dan Brown entstanden ist, von der Spannung her angetan, von der Tiefe des Wissens enttäuscht. Ja, also da muss man sagen... Wir haben die Dan Brown-Filme noch gesehen, da waren wir noch nicht auf dem Weg. Ah. Na, da hat's Nein, das ist ja auch alles gut. Das ist gerade bei deinem Maria Magdalena-Thema ist das natürlich genau das, was aber eben fußt, bei Dan Brown im Film fußt auf der Veröffentlichung von Lay und ich weiß gar nicht, wie der andere heißt.
und damit riesigen Faktenmaterial hinterlegt wurde. Na gut. Wie gesagt, das, da, aber vielleicht ist es auch, wie die Christine ja sagt, gar nicht für die Öffentlichkeit, sondern einfach auch die eigene Familiengeschichte dort weitergeben und das Wissen. Das hat mich berührt, ja, dass ich gerade dann auf diesen Beitrag geklickt habe. Naja, gut. Genau. Bei der Thematik, von der wir hier ausgangsmäßig losmarschiert sind, also das, was an Übergriffigkeit stattfindet, ist das so, dass sich die, wie soll ich sagen, die Verzweiflungs-, die Hilferufe bei dir auch einstellen? Oder ist das etwas, was bei Christina einfach, weil man bei einer Frau vielleicht eher erwartet, dass man da verstanden wird und Hilfe bekommt? Oder passiert dir das bei deiner Arbeit gleichermaßen? Also es passiert bei mir auch. Allerdings bei der Christina ist es ja so, sie hat da eine abgeschlossene Gruppe. Und ich meine, dass das so einen gewissen Raum bietet, wo man es eben dort auf verbreitet oder dann eben über PNs im heutigen Social-Media-Zeitalter einfach dann weitergibt. Also das erreicht sehr viel sie persönlich und auf der anderen Seite aber mich genauso an den Seminaren. Und ich will aber noch mal zwei Sätze dazu sagen. Auf der einen Seite, auch wir hatten es erfahren und erlebt und gelebt. Es ist natürlich verführerisch, die Kraft, die Macht, die Möglichkeiten, die Facetten des Beeinflussens zu erfahren und zu erleben und zu nutzen auch. Aber, und das war der Grund, weil sich es wiederum über die letzten Monate so gehäuft hat bei uns, dass wir gesagt haben, wir wollen es ansprechen, denn wir sehen eine Lösung darin, wenn die Menschen in sich stabil werden, bei sich sind, sind sie generell frei von solchen möglichen, ich sag mal, Angriffen, Beeinflussungen, Manipulationen. Und das ist das, warum ich es für mich gerne immer wieder aufgreife, so dieser Ruf in die Branche, dass es besonders in dieser Branche wichtig ist, die Menschen dort in die Stärke zu führen und nicht in dieser Schwäche zu halten zu nutzen. Ja. Und, aber auch hier werden wir natürlich die Thematik der Dualität nicht aufheben können. Also es wird immer beides geben. Und ich meine aber trotzdem, ist die Aufforderung, der Aufruf und deswegen auch gerne die Provokation zu sagen, Mensch, hier, es ist unser Job, wenn wir für das einstehen, was wir auch sagen, was wir tun. Wenn, ich sag mal, jetzt jemand dich fragen würde, wie bekomme ich denn das mit? Also gibt es so Signale, ich lese ein Programm von irgendeinem spirituellen Lehrer, einer spirituellen Lehrerin, was da so angeboten wird. Gibt es da Signale, gibt es da Dinge, die einen vorher, bevor ich dann in das ganze aufgestellte Messer reinlaufe, vielleicht warnen könnten, wenn ich sag, was die Seminarziele sind, oder ist das etwas, wo ich im Zweifelsfalle wirklich durch muss? Also ich würde sagen, nein, außer, was du erwähnt hast vorher, dass wir viel mehr uns schulen sollten, im eigenen Gefühl, aufs Gefühl horchen und vertrauen und nicht nach Name, Größe, Bestseller agieren eventuell, was ja auch gerne genommen wird, ja. Und das ist dann so das, wo ich eher nur sage, da sollte man auf sein Gefühl hören. Und auf der anderen Seite, auch wie die Christina es gesagt hat, sind manche Dinge auch die Resonanzen dazu. Also ich sage mal, es kann auch der Weg zur Befreiung oder zum das Thema Auflösen wichtig sein, diesen Schritt zu gehen oder nochmal zu erfahren. Ist sicher immer dann eher nicht in der Leichtigkeit, sondern mit holprigen Erfahrungen verbunden, wenn man denn auch den Weg wieder rausfindet. Und das ist nicht immer so, beziehungsweise wir erfahren es eben, dass oft eben dann laute Hilfeschreie kommen irgendwann. Also du würdest schon sagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass eine solche Erfahrung zu machen für den, ich sag mal vorsichtig, den einen oder anderen so etwas wie einen Sinn macht. Also das... Ja. Ja.
Ja. Also ich bin weit weg von dem Spruch dieser Branche, alles hat seinen Sinn. Da muss ich sagen, das mag vielleicht so sein und trotzdem muss ich es nicht immer so sehen. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Aber sich darauf zurücklehnen und zu sagen, es kommt schon alles, wie es kommen soll, ist für mich einer der größten spirituellen Lügen. Denn es bringt mich genau an den Punkt, nicht links abzubiegen. Okay, was ist mit geradeaus fahren, was ist, ist mit rechts weiterfahren? Ja? Und das ist das, wo ich meine, manchmal kommt über die Erfahrung eine gewisse Einsicht und aus einer Einsicht eine Erkenntnis. Das ist wichtig. Wir kennen das mit dem ganz klassischen Beispiel, sagen Kind tausendmal lang nicht auf die Herdplatte, einmal passiert's. Also es ist schon auch ein Bereich, der uns natürlich entwickeln und entfalten lässt. Wenn die Seele danach schreit, einfach diesen Machtmissbrauch in dem Leben zu lösen. Und die müssen nochmal Machtmissbrauch, wirklich absoluten, reinen Machtmissbrauch erfahren, um irgendwann zu wissen, wie sich's anfühlt. Und zu wissen, das will ich sicher nimmer haben. Ja, aber da rauszukommen, das ist so, also ich sehe eigentlich, dass viel mehr auf der Strecke hängen bleiben, wie dass sie wirklich eigenständig und in ihre Kraft kommen. Ja. Mir ist es so ein Anliegen, echt all die Menschen, die irgendwo mit uns in Kontakt sind, nicht zu lehren, zu führen und ewig zu begleiten, sondern sie auf ihre Plätze zu stellen und dass sie wirklich in Eigenverantwortung selbstbestimmt in ihre Kraft wachsen. Gut, es braucht, wie in der spirituellen Szene oft ist, ja, wir haben alles in uns, wir brauchen nichts. Bullshit, ja, weil das ist so, klar haben wir alles in uns, ja, aber ganz, ganz viele haben schon mal dieses Gefühl überhaupt nicht, was habe ich denn in mir, wie fühlt sich meine Herzkraft an und, so viele Themen, wo einfach jemand, ich sage jetzt einfach mal wie ich oder viele andere, so machen kann, darauf hinweisen kann, auch mal einfach weghexen, manche Prozesse dürfen gegangen werden, 2, 3, 5 Monate und dann wieder alleine laufen. Ja, das ist so wichtig, ja, dass man das auch, das ist auch wieder so ein Modedingens jetzt da, ja, alles darf, jetzt bin ich wieder vom Thema weg, ja, aber das bin nee, ich. Nee, das ist ja letztendlich die Schwester von der Alles ist Liebe Lüge, ist jetzt die, alles hat einen Sinn und es kommt und alles was passieren soll. Und du hast alles in dir, ja, ja, und brauchst niemanden mehr. Alles, was passieren soll, soll passieren, so. Das ist schon klar, heißt aber dann auch wieder im Sinne auch einer Bewertung, dass wir hier nicht von einem Freibrief reden, dass irgendjemand, der nun permanent bei seinen Seminaren fröhlich Machtmissbrauch und Ähnliches tut, dann so nach dem Motto, naja, ich trage ja zur Läuterung der Menschen bei, habe zwar anschließend 27 Einfamilienhäuser mehr auf meinem Konto und pro Seminar, aber das war ja alles nur zum Besten dieser Leute und jetzt sind die ja spirituell auch einen Schritt weiter. Weißt du, da muss ich vielleicht noch was dazu sagen. Viele dieser, ich meine, die Gurus, die wirklich so die Gurus im weißen Gewand und mit Turban oder so, das ist wieder eine andere Geschichte. Ja? Also, wer da nur hinläuft, das weiß ich auch nicht. Ja? Die brauchen das dann halt. Ja? Aber die Menschen oder Lehrer, die ich jetzt anspreche, das sind nicht solche. Das sind ganz normale, im Leben stehende, auf ihrem spirituellen Weg. Und das Gefährliche, was ich jetzt wirklich als gefährlich betiteln würde, die glauben wirklich, was sie da sprechen. Die glauben, dass sie nur Liebe sind und nur das Licht sie bringen und diese göttliche Erhebung und so. Und lassen aber auch keine andere Meinung zu. Würde jetzt mal so pauschalisieren, verpauschalisieren. Und das ist echt. Also in so einer Art, wenn du reinkommst, das ist nicht mehr lustig dann. Ja. Da könnte ich ergänzend dazu sagen, weil viele Dinge wir ja erfahren haben und erleben. Und es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir so provokativ manchmal auffordern, ich sehe es eher als Aufforderung, anders damit umzugehen, gerade eben immer wieder, ich kann nur sagen, für unseren Bereich, ja, wie oft wir persönlich per Mail oder per Nachrichten angegriffen werden von Menschen, die alles ist Liebe erzählen. Es ist faszinierend. Vor allem wie giftig dann auch. Ja. Ja, also da spürst wie wenig liebevoll. Wie wenig liebevoll. Oh, richtig bösartig. Und das ist tatsächlich so, wo ich dann sage, allein an dem erkennt man, wie sie tatsächlich sind. Also was sie, jetzt könnte ich wieder ein bisschen zynisch sein, was sie predigen und wie sie tatsächlich leben. Ja. Und das ist das, wo ich eben
dann sage, das geht nicht für mich. Wenn ich so in der Vertretung bin des Bewusstseins, des, der Authentizität, der Eigenverantwortung, der Eigenermächtigung, des Schöpfer, des ich bin der Schöpfer oder ich schöpfe mit. Also das sind Dinge, die sind schwierig. Ja, oder was, du hast vorher gesagt, Merkmale, gell? Ja. Meine Merkmale, glaube ich, gibt es nicht wirklich. Da ist das eigene Gefühl, aber die, die dorthin gehen, die fühlen meistens nicht. Die wollen ja ins Gefühl kommen, ja. Aber so ein Merkmal, jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, wahrscheinlich ein besser. Merkmal ja. Für etwas, was dich warnt, das war ja meine Frage. Ja, was, ja, das war die Frage. Was könnte denn... Habe ich jetzt da gehabt, jetzt ist es weg. Ja, vielleicht kommt es nochmal. Hinweis sein. Also der Punkt ist ja, in dem Moment, wo ich mein Bewusstsein so schärfe oder meine Empfindung, mein Gefühl, meine Intuition, wie immer ich das jetzt nennen will, meine Gedanken so im Griff habe und so schärfe, dass ich so ein Frühwarnsystem aufbaue, dann bin aber ich... Aber wenn du so weit bist, brauchst du eigentlich niemanden mehr, der dir irgendwo das ist richtig. Großartig weiterführt. Ja. Ja, die meisten suchen ja wirklich, suchen ihr Leben lang nach Herzöffnung, nach Heilung, nach... Also bei uns suchen sie nicht so lange, gell? Das ist also was ich vorher auch gesagt habe nochmal, das ist, natürlich kommen wir jetzt an den Punkt, was sehr diffizil ist, wie lösen wir es, ja? Wo ich vorher angesprochen habe, auch das offen kommuniziert, aber so sind wir, ja, wir haben da die Sätze auf der Zunge. Wir hatten das ja auch erfahren und erlebt, aber was wir erfahren haben, wenn wir rückblickend anschauen, bei uns sind keine Menschen, die danach gebrochen waren. Bei uns gab es auch Menschen, die sich von uns abgewandt haben, die uns kritisieren, die uns nicht mögen, die uns nachgesagt haben, dass wir unsere Möglichkeiten ausnutzen, die uns verleugnen auch in ihren Lebensläufen. Ja. Aber ich sage mal, diese Menschen stehen aber da. Die sind keine Häufchen Elend, ja, sondern die stehen in ihrer Kraft. Und das zeigt uns wiederum, dass wir auf der anderen Seite dann ein paar Dinge doch wiederum richtig gemacht haben. Und um das geht es mir. Man muss eben nicht alles lieben, man darf sich auch abwenden. Man sollte, ich bin immer einer, der sagt, zumindest versuchen, die Türe offen zu lassen. Und es gelingt mir immer wieder. Und manchmal ist es aber auch so, dass man einfach sagt, okay, wenn ich es nicht gut fühle, dann lasse ich dieses Gefühl aber auch so stehen oder gebe dem genauso einen Raum. Und das ist das Wichtigste. Aber für mich wäre das... Das, was du gerade gesagt hast, wäre so ein Merkmal, nämlich der Frage nachzugehen, ist das Ziel einer solchen Veranstaltung, eines Kurses, eines Seminars, dass ich anschließend dieses Seminar nicht wieder brauche, weil ich in meine eigene Stärke und Kraft gekommen bin, oder wie bei der Schulmedizin, dass Dämlichste, was man machen kann, ist gesund werden. Du musst ein multimorbider Langzeitpatient für das Gesundheitswesen sein. Dann bist du ein gern gesehener Kunde bei deinem Arzt alle 14 Tage. Großartig, das auf 40 Jahre. Das ist doch schon die halbe Rente. Wenn er davon mehrere hat, ist das großartig. Du bist ein treuer Konsument der Pharmaindustrie und so weiter und so weiter. In dem Moment, wo ich in eurem Bereich, in dem Bereich, über den wir hier reden, selber in die Eigenverantwortung, die Stärke gebracht werde, als Seminar, als Tagungs-, als Kongress, Ziel und sagen, weiterer Kontakt ist auch gar nicht zwingend nötig, weil ich das anschließend alles beherrsche und selber, wie du sagst, dastehe, wäre das für mich schon so ein Kriterium zu sagen, okay, da geht es nicht darum, dauerhaft von mir Geld zu ziehen, sondern mir wirklich den Tritt in den Hintern zu verschaffen, dass ich nachher alleine laufe. Das kann schmerzhaft sein, das kann auch mühsam sein, aber am Ende stehe ich auf den beiden Haxen alleine. Ja, das könnte ein Merkmal davon. Ein solches Merkmal sein. Ja, sehe nicht so, weil die Eigenverantwortung wird überall schon groß geschrien jetzt und ist auch so ein Modewort geworden und Authentizität, ja. Ich glaube, das Einzige, man kann sich aufs Gefühl verlassen oder
einfach zu gucken, wie lebt der Mensch privat, aber das ist dann, weißt du, es ist so schwierig dann oft bei manchen überhaupt Einblick zu bekommen, lebt er wirklich auch das in seinem Leben oder was er erzählt oder wie kann jemand über Partnerschaft und Partnerschaftsseminare und all diese Dinge und dann selber ist er Single und vögelt sich durch die Gegend, ja, kann er, ja. Es ist alles in Ordnung, ja. Aber dort dann solche Seminare halten und groß. Also, das ist wie der Pfarrer, wenn er. Ich wollte gerade sagen, fiel mir sofort ein, ja. Wenn jetzt ausgerechnet der katholische Priester etwas über das Thema Verhütung oder das Thema Sexualität erzählt. Oder ewige Liebe. Oder ewige Liebe, wie der Blinde von der Farbe. Das geht nicht. Also, wenn solche offenkundigen Widersprüche sind. Ist das klar, aber ich glaube, du hast recht, wenn man mit dem Gefühl daran geht und man kann Pech haben, man kann immer natürlich Pech haben, das ist gar keine Frage, aber so gut wie möglich oder halt auf sein Gefühl vertraut, ja, nach den ersten Veranstaltungen oder so, mal zu gucken. Wobei es passt das noch, ne? Passt es noch, ja. Tut es mir wirklich gut, ja, tut es mir wirklich gut. Ja. Das ist so ein Körperfragen, sich selber fragen, ist das mein Weg jetzt? Ja. Also, es ist ein schwieriges Feld, aber es ist umso wichtiger, auf genau dieses Thema Übergriffigkeit oder eben Dogmen, die Dinge hängen ja letztendlich zusammen, auch die Alles ist Liebe, Lüge ist eine Übergriffigkeit, in die Selbstverantwortung, in die Selbstständigkeit des Menschen, der eben, wie du sagst, entscheiden und bewerten muss, will ich jetzt rechts abbiegen, links abbiegen oder geradeaus fahren. Und wenn ich das nicht darf, weil alles Liebe ist, dann... Ich meine, die Liebe ist die stärkste Kraft, das ist unabdingbar. Aber die kommt, die wahrhaftige Liebe, die kommt, wenn ich meine ganzen dunklen Facetten, die Schattenseiten, wenn ich all diesen Dingen Aufmerksamkeit gebe, mir Aufmerksamkeit gebe, in meiner Ganzheit, in meiner Wut, in all diesen, und nicht ein bisschen Schättchen anschauen, ja, sondern echt mal eintauchen, mal schreien, mal durchgehen, die Missbräuche, Machtmissbrauch, auch zu sagen, hey, das bin ich auch, ah ja, okay, ja, da ich könnte da mal richtig reinhauen, und aber dann das auch kommen lassen. Ja, und immer mehr, und je ganzer das wird und man da auch jemand hat, der einen bestärkt oder der ein bisschen da lenkt und führt, ja, und der sagt, ja, das ist richtig, so mach das, schau, wie fühlt sich's an. Und je ganzer man da wird, umso klarer und reiner und kraftvoller wird das Herz. Und das ist so dieses, wo ich sage, Mensch, nochmal, das muss doch irgendwo da draußen verständlich in den Kopf reingehen, ja, dass das zusammengehört. Aber gut, das ist meine kleine Meinung. Und es ist ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Ich danke euch beiden ganz herzlich, auch und gerade dafür, dass wir mit Sicherheit provoziert haben. Und das ist gut so, denn auch das führt zur Klarheit und Wahrheit. Immer wieder bei. Alles Liebe, Dankeschön. Liebe Zuschauer, wir blenden die beiden Internetseiten ein mit unterschiedlichen Inhalten, unterschiedlichen Möglichkeiten zu verschiedenen Themen, Seminaren, Veranstaltungen, die ihr wahrnehmen könnt und die natürlich die Dinge, die wir heute angesprochen haben, auch noch einmal vertiefen. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier einfach mal in Kontakt zu treten und mal zu sehen, was man alles noch erlernen kann. Und wie ihr gehört habt, wenn es wirklich Probleme gibt, dann einfach mal versuchen, über diesen Kontakt gemachte negative Erfahrungen wieder aus der Welt zu schaffen. In diesem Sinne, wie immer, ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.